Salve. Herzlich willkommen hier bei Rapunzels Orakel. Wir werfen den Blick auf die Liebe, wie immer, und gucken mal, was in den nächsten 24 Stunden sich so tun möchte in puncto Liebe. Da ging gerade was auf. Meine Tochter hat mir gerade eine komische Frage gestellt. Beantworte ich gleich. Ja, guck mal einfach, wie so die Tendenzen sind, die Energien für die nächsten 24 Stunden. Da das eine allgemeine Legung ist, kann das sein, dass du damit nicht so wirklich in Resonanz gehst oder aber nur in Teilen oder aber nur ein paar Impulse für dich mitnimmst oder aber sagst, das ist genau meine Legung. Wenn du es wirklich genau wissen möchtest, dann schau in die Infobox und kannst du mich gerne kontaktieren wegen einer privaten Legung. Mache ich gern. Und da jetzt schauen wir einfach mal, was so die Themen sind für dich. Was beschäftigt dich in puncto Liebe zurzeit? Was ist dein Ding? Drei Stück haben wir hier. Und was beschäftigt den Otto? Was sind seine Stichworte? Da haben wir schon wieder den Spiegel. Ja, du kannst du drehen, wie du willst. Ne? Das bleibt auch so. Der Otto ist der Spiegel, der Spiegel. Ich muss da immer dran denken, Madin. Was vielen von euch zurzeit echt wichtig ist, ist das Thema Freiheit. Freiheit innerhalb einer Liebesbeziehung. Ich weiß auch, dass vielen es schwerfällt, sich hier und da schon mal unterzuordnen. Obwohl für die Liebe darf man auch schon mal dienlich sein. Es ist immer wichtig, für Frieden zu sorgen, gerade wenn du halt hier die weibliche Hauptperson bist. Das ist in meinem Kollektiv auch ein Stück weit die Challenge, die Herausforderung, immer wieder für Frieden zu sorgen. Ich habe das, glaube ich, gestern erzählt oder vorgestern oder in einem privaten Reading, aber das ist mir so bewusst geworden, dass in den Geschichtsbüchern ja überall geschrieben steht, wer wann einen Krieg angezettelt hat. Und dann gab es dann die Herrscher, die dafür verantwortlich waren. Die Namen behält man auch, aber diejenigen, die dann letztendlich für Frieden gesorgt haben, die fallen gerne mal hinten runter, aber das sind die wahren Helden im Leben, finde ich auf jeden Fall. Und selbst wenn du deine Freiheit hier nicht aufgeben möchtest, ist es trotzdem wichtig, in dieser Geschichte immer wieder für Frieden zu sorgen, dafür, dass alles harmonisch läuft. Und dafür ist es manchmal auch gut, einfach mal nicht direkt rauszubaldowern, was der erste Impuls ist. Du bist ein Mensch, der sehr stark ist und diese Stärke kommt dir hier, ne, in dieser Geschichte auch sehr zugute. Es ist allerdings manchmal so, dass der Otto sich ja so aufbaut und so tut, als wäre er stärker als du, obwohl er sich eigentlich nur bei dir abstützt. Tut so, als wärst du kleiner als er. Dabei weiß er, dass es nicht bist und du weißt, dass es nicht bist. Das sieht jetzt hier nach absoluter Disbalance aus und das sieht auch danach aus, als wärst du ein kleines Lichtlein, aber du weißt, dass es nicht bist und der Otto weiß es eben auch und das reicht für den Moment. Und du bist hier in dieser Geschichte immer sehr optimistisch an die Sache herangegangen, hast deine Samen, seine Saat ne, verstreut. Die ist auch angekommen bei ihm und jetzt darf die anfangen, Früchte zu tragen, gesetzt im Fall, du bleibst hier in einer optimistischen Grundhaltung. Nämlich so klein, wie der Otto dich gerade mal, ne, manchmal versucht zu halten, bist du nicht. Und das weißt du. Das weißt du. Du weißt genau, wie du deine Fähigkeiten wann einsetzt, ohne jetzt hier manipulativ zu sein. Du machst es auf deine Art und Weise und du kannst dir sicher sein, das funzt. Und er ist halt dein Spiegel. Ja, das haben wir jetzt hier, aber ist egal, ich habe die Karte ja nicht gemalt. Er spiegelt dein Verhalten. Bist du also jetzt optimistisch, dann wird das ihn dazu veranlassen, seine weiteren Schritte gehen zu können. Und die sehen momentan so aus, als dass er vor Sehnsucht hier halb am Eingehen ist. Er streichelt den Mond. Der Mond steht für die Weiblichkeit. Er sitzt aber da auf der Schaukel. Die Schaukel stagniert. Also es ist kein richtiges Vor, kein richtiges Zurück. Ich glaube nicht, dass ihm das so gefällt, aber es muss gerade so sein, weil er in einem Prozess hängt, wo er gerade immer noch Dinge aus der Vergangenheit loslassen muss, damit er Platz schafft für
eine neue Geschichte und diese Geschichte, die möchte mit dir ins Leben rufen. Ja, guck mal weiter, in welcher Energie du steckst. Und in welcher Energie er steckt. Ich empfinde die Energien von da oben, vom Universum, seit 3 Tagen jetzt sehr angenehm. Hoffe, dass das Schlimmste hinter uns liegt, weil es das heißt ja schon seit ewig, es wird alles leichter. Ja, es wird gerade leichter und so darf es bleiben. Ja, du bist auch dabei, deine Vergangenheit zu bearbeiten oder hast da schon gute Vorarbeit geleistet, um dich zu befreien, um jetzt hier echt wieder fast bei Null zu starten. Guck, die sind alle nackig, das heißt, kein schweres Gepäck im Nacken. Du glaubst an diese Wiedervereinigung mit euch beiden und du glaubst auch, dass ihr beide euch Seite an Seite nochmal komplett neu entfalten könnt. Du bist aber nicht mehr auf der Suche nach Lösungen, weil du der Meinung bist, dass die Vorarbeit, die du geleistet hast, wirklich dabei ist, jetzt zu fruchten, dass die Saat dabei ist, aufzugehen. Da sind gerade viele Chancen auf Heilung vorhanden in dir und deinem System und diese Chancen nimmst du wahr, weil dir das eben auch wichtig ist, dass dein Körpersystem gut funktioniert und zufrieden ist. Und er hat die 2 Kelche jetzt hier in der Hand. Däh. Der fließt über vor Gefühl, auch wenn er da, ne, so nebenbei noch so ein bisschen Dinge am Sortieren ist. Der wünscht sich eine liebevolle und verständnisvolle Begegnung mit dir. Denkt viel über eine feste Beziehung nach und darüber aufeinander zuzugehen. Ich glaube, dass er auf dich zukommt heute. Wir gucken aber mal weiter, ne? Das ist ja immer so ein bisschen eine etwas knifflige Situation, wenn man auf ein größeres Kollektiv guckt, weil die einen hängen gerade noch voll im Herzschmerz, die anderen sind total im Vertrauen. Es kommt immer so drauf an, was sie erzählen soll. Das kann auch innerhalb einer Legung schon mal von Hü nach Hott, springen. Das ist wirklich bei privaten Legungen anders. Was sagst du? Oh ja, du bist auch so ein bisschen am Tag träumen und sehnst dich, visualisierst schon, wie ihr Hand in Hand glücklich durchs Leben lauft, baust dir Luftschlösser. Ja, was heißt Luftschlösser? Du kannst ja visualisieren, wie die Zukunft denn später verlaufen soll. Vielleicht nicht unbedingt, wir haben dieses Haus und wir haben dieses, was weiß ich, aber so Alltagssituationen, die ihr beschwingt miteinander erlebt. Die kann man ja jederzeit visualisieren. Kurz und knapp, du hast heute ein bisschen sehr viel Sehnsucht. Und er sagt, oh, jetzt sitze ich wieder hier und warte auf dich, warte, dass du dich meldest, warte, dass wir uns sehen und warte, dass du endlich zu mir stehst. Wie lange soll ich denn jetzt noch warten? Ja, ne? Er schreibt das jetzt hier. Bitte erlöse mich und rede Klartext mit mir. Ich habe die Wahrheit verdient. Ja gut, vielleicht warst du in der letzten Zeit ein bisschen unaufmerksam, weil du dich auch ein bisschen mehr mit deinen Themen befasst hast. Dann überleg doch vielleicht heute nochmal, ob das ein Tag sein könnte, wo du so eine kleine Brücke schlägst in seine Richtung, vielleicht auch einen kleinen Schritt weiter gehst als bisher, die Dinge mal anders handhabst als bisher, weil es ist immer gut, wenn schon mal Veränderung stattfinden kann, damit sich was verändert. Wenn du zum Beispiel immer nur geschrieben hast, wäre heute vielleicht der Tag gut, eine Sprachnachricht zu machen. Whatever, aber genauso wie du das empfindest, wird es dann wohl richtig sein, gesetzt im Fall, du versteckst dich nicht vor dir selbst und hast Angst vor den Konsequenzen. In deinem Kopf finde ich hier Folgendes. Ihr guckt euch an. Ihr guckt noch ein bisschen grimmelig, aber ihr guckt euch schon mal an.
Du denkst viel über diese Partnerschaft nach, weil das ist jetzt hier, was ich in deinem Bewusstsein finde. Und du weißt, dass da einfach unendlich viele Gefühle sind. Und mit diesen drei Karten wird mir hier angezeigt, dann lass diese Gefühle auch fließen und halt sie nicht auf. Im Herzen liegt in der Mitte das Haus. Und davor, ich glaube, es sind die Würfel, jo. Also es sieht mir so aus, als wenn viele von euch heute wirklich einen stabilen Tag hätten oder gehabt hätten. Und dann ist es im Grunde auch nicht so schwer, in die Leichtigkeit zu gehen für meine Pippi Langstrumpf Leute. Und ja, hier wirklich wieder für Frieden zu sorgen, für Harmonie zu sorgen, für ein wohliges Surroundment zu sorgen. Das gehört alles irgendwo zur weiblichen Energie dazu. Und haben wir nur alle sehr verlernt mit dem, wie wir das Leben führen mussten. Aber du bist heute, dein Herz weiß es schon, dazu eingeladen, genau das wieder mal an die Oberfläche zu kramen. Vielleicht ist das auch in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen in Ottos Richtung, weil du gedacht hast, der macht das schon oder er braucht jetzt eh seine Zeit und ich habe diese Themen noch und diese Themen und da muss ich mich auch drum kümmern. Heute ist ein Tag, es ihm noch mal ein bisschen schnuggelig zu machen, gemütlich zu machen, damit er nämlich hier mit seinen zwei Kelchen auftrumpfen kann. Wir haben hier wieder den Seelenvertrag. Für manche mag es auch so sein, als dass der Otto echt noch so ein kleines Geheimnis für sie ist. Das sind aber auch häufig die, die sich noch so ein bisschen treiben lassen von Erwartungen. Wenn du wissen willst, wie er so drauf ist, dann braucht man Stille, dann braucht man Ruhe, dann braucht man auch Zeit und viele nehmen sich die Zeit nicht, weil man hat ja so viel Verpflichtungen, aber für was du dich verpflichtet fühlst, entscheidest in letzter Instanz du. Solltest du also unruhig sein, dann ist es erst recht wichtig, mal in die Stille zu gehen und nicht deinen Fluchtinstinkten zu vertrauen, sondern wirklich mal zu erspüren, was macht mich da so nervös. Bin ich vielleicht noch diejenige, die hier in der Erwartungshaltung steckt, dem Otto gegenüber? Und warum vertraue ich diesem Lebensvertrag nicht, diesem Seelenvertrag nicht? Also manche müssen noch auf ihre Schattenthemen gucken. Für die anderen sollte es ein leichtes sein, heute mal locker flockig die Konversation zu beginnen. Und das wird dazu führen, dass hier, ne, immer mehr Verbundenheit stattfindet und hier möchte dann heute auch irgendetwas vorwärts gehen innerhalb eurer Geschichte. Jetzt der Otto mit den anderen Lennys. Er hat Folgendes im Kopf: die positive Veränderung in seinem Leben, genauso wie du, kann vieles immer optimieren, indem man Sachen auch mal anders handhabt wie bisher. Einfach mal guckt, wo grenze ich mich selber ein, dadurch, dass ich dieses, jenes oder welches Ritual jeden Tag mit im Schlepptau haben muss. Er hat Sehnsucht in deine Richtung und guckt es jetzt mal an, wie kriegen wir das hin, das Ganze hier wieder in die Leichtigkeit zu bringen. Weil es vielleicht in der letzten Zeit so ein bisschen verkrampft war oder wenig Zeit oder keine Ahnung, was da zwischen euch war. Ja, sein Herz erzählt hier folgende Story. Bup, bup, die wollte auch noch. Hat sich ein bisschen zurückgezogen, weil ihm da ja alles so ein bisschen komisch vorkam, ein bisschen verkrampft, ein bisschen nicht so, wie ihr beide sein könnt. Und trotzdem spürt er diese Verbundenheit zwischen euch und weiß auch, dass er den Anker in deine Richtung auswerfen will. Er merkt aber auch, dass er für sich immer mehr Stabilität bekommt. Trotzdem, ohne Masken geht es scheinbar noch nicht. In den nächsten Schritten hilft das Universum hier, ihm hier auch auf die Sprünge, dass es an der Zeit ist, endlich mal sein wahres Gesicht zu zeigen. Und das heißt, er hat dich so in, ja, ich weiß es nicht, das kann jetzt wieder beides heißen. Also guckt es euch an und deutet es, wie er möchte.
Ja, wie er möchte. Er denkt hier darüber nach, dass du dich hier gerade abwendest. Er guckt auf die Brücke. Könnte sein, er baut eine Brücke in deine Richtung. Und ja, es geht um diese alte Verbindung, die ihm sehr am Herzen liegt. Du brauchst dich da nur ein Fitzelchen energetisch abgewendet zu haben. Das hält er nicht lange aus, dann kommt er dir wieder hinterher. Auf eine andere Art und Weise, wenn du die Türe zugemacht hättest, wäre das nie was geworden, weil, ne, ich muss es immer wieder dazu sagen, weil manche Menschen halt eben auch wieder neu dazukommen. Das Otto-Team hier ist nicht einfach mal ein Mann, der eine schwere Kindheit hatte, der ist traumatisiert. Dem sind wirklich Dinge passiert. Da könntest du eine Reportage draus drehen, zumindest in 80% der Fälle, die ich hier begleite. Und wenn du da einfach davon rennst und sagst, er wird schon hinterherkommen, ja, kannst du wahrscheinlich lange warten, weil das Davonrennen hat er von Menschen lebenslänglich bisher erfahren. Also musst du es an dieser Stelle anders machen, musst du da der Friedensheini sein, der halt dafür sorgt, ihm auch schon mal ein bisschen Komfort zu bieten. Und ja, er wird auf jeden Fall sehr friedlich um die Ecke kommen, sich öffnen. Auch was den Lebensplan angeht. Da wird es ein Gespräch drüber geben, für viele, nicht für alle. Ich hätte jetzt noch gerne einen Tipp vom Universum in deine Richtung. Ja, das ist ein Tipp. Der geht mit, wer will und wer damit nichts kann, der kann damit nichts. Na, du bist hier die lichtvolle Gestalt. Jetzt stell dich hier nicht hin und erwarte, dass er Kniefälle macht. Und ne, dir huldigt. So sieht es aus in meinem Kollektiv. Er ist ja dieses wilde Tier, das von dir gezähmt wird. Das merkt, hier lauert keine Gefahr, hier ist es friedlich. Ne? Weiß steht ja nun auch für den Frieden, für die Klarheit, für die Reinheit. Darum geht es. Und nicht, dass du hier so einen Ritter Kunibert hast, der sich mal eben auf den Boden kniet und sagt: Holde Maid, hier bin ich und ich präsentiere dir den Himmel auf Erden. Ja, das funktioniert so in den meisten Fällen sowieso nicht. Ohne, ne? Also vorher muss man schon gut an sich gearbeitet haben. Tun die meisten ja auch. Und ich wüsste jetzt noch gerne, welcher Engel euch denn hier zur Seite steht. Und zwar die Heiterkeit. Ja, das ist sowieso die beste Medizin in allem, was man tut. Wenn man alles so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge sehen kann, dann ist der Tag schon im Grunde gerettet. Denn wahres Sein ist Heiterkeit. Und ja, das ist in meinem Kollektiv so. Wir haben echt ein paar Scherzkekse hier, die immer irgendwie einen flotten Spruch auf der Lippe haben und wo man dann immer schon mal was zu grinsen hat. Und das macht das Leben einfach leichter. Als wenn jemand dauernd mit Problemen, Problemen, Problemen um die Ecke kommt. Und das hat wieder was damit zu tun, wohin richte ich mich aus? Der Mond erzählt hier Folgendes. Und zwar, für manche ist es ganz gut, mal in die Stille zu gehen, zu meditieren, zu manifestieren. Einfach nur, um zu wissen, welche Richtung möchte ich mich denn ausrichten. Ne? Weil manche, die flattern auch noch so hin und her, dann ist der Job wichtig, dann ist Familie wichtig, dann ist dies wichtig, dann ist jenes wichtig. Und wenn das jemand versteht, dann ich. Ich habe nun auch eine Phase in meinem Leben gehabt mit kleinen Kindern, mit Eltern, die ich gepflegt habe, bis sie gestorben sind, mit Hund, Pferd und Katze und was weiß ich nicht alles. Und dann ist es schon mal schwer zu wissen, wer ist man denn eigentlich selbst. Aber wenn du so einen Seelen-Otto in deinem oder auf deinem Weg oder in deinem Leben hast, dann ist es schon ganz gut, ab und zu mal in die Stille zu gehen, um rauszubekommen, was ist denn jetzt der nächste Schritt, den ich tun kann. Da hilft ja auch kein Orakel, weil die Schritte, die gehst du für dich selbst. Könnte sein, dass dich ein Steinchen unterstützt und ich gucke jetzt mal, welches das sein kann. Der Ametrin und da geht es darum, in deinem Leben männliche und weibliche Energien in Einklang zu bringen. Wir haben beide Anteile in uns, aber du bist nicht in puncto Liebe der Aktivator, ja, Aktivator in einer Art und Weise schon, aber auf eine andere Art und Weise, als du das bisher kennst. Du bist nicht dafür verantwortlich, die Probleme, die dazwischen euch sind, zu lösen. Du bist dafür verantwortlich, immer so eine friedliche Grundlage zu schaffen, weil dein Gegenüber ist der Mann und die Männer, die zugucken, ne, die modeln sich das um.
Lasse dich von deiner weiblichen Seite inspirieren und von deiner männlichen Seite Selbstvertrauen schenken. Ja, nehmen wir noch ein weißes Sprüchchen mit zum Schluss und dann lasse ich das mal so stehen. Und hier geht es um Folgendes als Impuls, als Inspiration, als was weiß ich. Welcher Impuls ist hier hilfreich, Spirit? Dankeschön. Du bist ja schon da. Das, was niemals verloren war, kann aus. Ja, Gott, das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Du bist schon da. Das, was niemals verloren war, kann auch niemals gefunden werden. Ja, deine Seele war immer schon da. Na, du hast jetzt vielleicht eine äußere Erscheinung als vor 200 Jahren oder vor 800 Jahren, aber deine Seele war ja immer schon da und diese Seele darf befreit werden. Und ja, das, was niemals verloren war, kann auch niemals gefunden werden, weil es einfach schon da ist. Ja, das sind so Sprüche, die killen mich. Macht damit, was ihr wollt. Ja, verstehen tue ich das schon, aber das, ja. Ich wünsche euch doch einen wunderschönen Abend. Ich lasse es mal so stehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ne? Hier im Shop, es gibt noch ein paar von der neuen Kollektion, aber auch nur noch ein paar. Ich wünsche euch den Frieden. Ich habe extra jetzt hier mal, ne, weißen Hintergrund benutzt und nicht immer nur schwarz. Und ja, bleibt mir gesund, regiert das Leben aus dem Herzen heraus, aus der Heiterkeit heraus. Dann ist das Leben echt schön. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Freue mich vor allen Dingen, wenn ihr mich unterstützt in Form eines Abos, eines Likes, eines Kommentars. Und jetzt würde ich mal sagen, lasst es euch gut gehen und gern bis zum nächsten Mal.